mein Job. Wirklich. Und ich komme da auch echt gut zurecht. Morgen. Hier, Jan. Arbeit für dich. Danke. Ja, mit dem Lesen habe ich so meine Schwierigkeiten, aber das merkt überhaupt keiner. So, hallo, Herr Benz. Du musst immer sehr flexibel sein. Willst du sehen, was heute so ansteht? Und lesen Sie ruhig laut vor, kein Problem. Ich kann Multitasking messen und hören. 7.45 Uhr, Termin bei Dr. Meyer zur Blutentnahme. Nüchtern. Sag mal, Jan, denkst du dann auch dran, dass du das noch in die Akte einträgst? Ja klar. Sag mal, du, ich hab hier gerade so viel um die Ohren, mir wächst es alles so ein bisschen über den Kopf. Könntest du das für mich übernehmen? Schon wieder? Hast du auch einen Kaffee gut bei mir? Okay, aber zum letzten Mal. Danke dir. Ich sag ja, man muss flexibel sein. Es muss sich was ändern. Sonst schaffe ich das nicht in Zukunft. Ich habe mich dann informiert und dieses Basiscom Plus ist genau das, was ich brauche. Mir war zum Beispiel vorher nicht klar, dass es mehreren Millionen Menschen in Deutschland so geht wie mir. Dass sie nicht lesen und schreiben können. Und die Hälfte davon ist im Beruf, genauso wie ich. In dem Kurs habe ich endlich gelernt, sicher zu lesen und zu schreiben. Wir haben uns zum Beispiel Akten vorgenommen, die, mit denen ich auch arbeite. Und haben das Fachchinesisch auseinandergenommen, das da drin steht. Und ich kann es jetzt lesen. Ich kann es schreiben und fühle mich sicher. Ja, alles super, Herr Benz. Dann schauen wir doch mal kurz nach. Herr Benz, ich sehe gerade, Sie haben noch einen Arzttermin. Da müssen wir uns jetzt aber beeilen. Ja, na dann los. Ja. Ich will mich jetzt weiterbilden. Das hätte ich mich vorher nicht getraut. Wenn mir auffällt, dass jemand mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, dann spreche ich das mittlerweile einfach an. Jetzt gibt's ja eine Lösung.